Moin Kinder, zum Glück kenne ich den Produzenten von dieser Serie, von meinem Kanal, und der hat mich einfach mal rübergefahren. Ja, der war sowieso unterwegs mit seinem Touareg und dann ist er jetzt weg und fährt noch die WM, macht er. Oh, was ein netter Kerl. So, was machen wir denn heute? Wir wollten eigentlich heute ja, ne? Zum Haus der Priester müsste das sein, steht hier zumindest. Dann machen wir das nach. War das schon? Ich hätte jetzt gerne einen Schnaps. Ein Schnaps bei Goofy und Max. Gibt's jeden Tag einen Schnaps. Wo geht's lang? Keine Ahnung. Versuchen wir es mal rauszufinden. Ja, da waren wir ja schon. Da wäre jetzt theoretisch noch ein Kreuz, aber das ist mir jetzt sowas von Wurst. Guck mal, siehst du mich gerade? Ja, guck mal, wie egal mir das ist. Ja, das sieht man mir sogar im Gesicht an, wie egal mir das ist. Ist mir mega egal. Hier. Egal. Ja, ja. Genauso wie diese Weidenbeeren, ne? Sind mir mindestens genauso egal. Und diese Axt hier. Ne, die ist mir nicht egal. Die nehmen wir mit. Diese Ohrkrieger. Da bin ich auch froh, dass wir die schon kaputt gemacht haben. Müssen wir da jetzt noch hin? Was haben wir denn? Da war doch noch ein Tempel, den wir nicht gemacht haben, ne? Der müsste doch eigentlich jetzt hier irgendwie zur Rechten sein, oder wie? Jein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir waren hier noch nie, deswegen gehen wir noch hin. Ach so, ach, ich denke ja, ich wäre ein Gangster hier. Ja, dann gut. Bin er mein. Bin der Super-Gangster. Tu mal nicht so, als würde ich... Kommt der an, will mir aus dem Haul hauen, oder echt? Wer schießt denn da nur auf mich? Da hat noch einer auf mich geschossen, das habe ich doch gehört. Ich finde es aber auch schon ziemlich kratzbürstig von diesem Eremiten, sich einfach mal mit so einem Gardistentypen da einfach anzulegen. Mit so einem Stock. Ah! Ja, erzähl mal nix hier, Digga. Kauf Euros. Aus seinem Fell mache ich erstmal ein richtig schönes Vorlegerchen. Und da schlafe ich dann drauf. Trank der Geschwindigkeit. 5 Minuten? Lululululul. Ist das denn mal der Wahnsinn oder was? Dann komme ich einmal. Das ist der Tuareg, von dem ich erzählt habe. Was ist das denn jetzt? Ach, er. Moin. Der fand das nicht so lustig, glaube ich. Warte, wo muss ich denn jetzt hier lang? Das verwirrt mich hier, Kinder. Ja, noch ein Helikopter. Aber zumindest haben wir jetzt den One-Hit drauf. Ist da eine Höhle irgendwo? Ja, ich bin ja schon unterwegs, Leute. Ihr könnt gerne gleich mal mit mir kämpfen. Da habe ich kein Problem mit. Aber erstmal muss ich hier gucken. Lederbeutel, ein Pfeil, Doppelaxt, Fell eines Schattenläufers, soll. Scheint ja schon stärker gewesen zu sein, der hier gehaust hat. Gewesen. Nee. Nee. Tada. Gar nicht mal so schwierig, was? Gar nicht mal so schwierig. Aber jetzt wird's hier wieder lustig. Was frisst der denn da? Ach, ein Goblin. Ich dachte schon, das wäre wieder irgendjemand mit Namen und der hätte dann so einen Beipackzettel dabei, wo dann drauf steht: Sag meiner Tante Lusche, die soll mal irgendwie mehr Eier mitbringen und so ein Blödsinn. Und dann gibt's Bier heute Abend und das brenne ich selber. Brauen und brennen ist ein großer Unterschied. Wo bin ich eigentlich gerade? Ey Mann, wo bin ich? Hallo? War ich hier schon? Hier ist der... Ach, hier sind wir. Aha. Ja, das hätte ich mir irgendwie selber beantworten können. Aber dann gibt es ja irgendwas, wo wir noch nicht waren. Wo ist denn das? Ich weiß ja, dass da Harpien rumfliegen, aber wo sind die? Nicht, dass ich da jetzt unbedingt hin möchte, ne? Wenn die Viecher da rumeiern. Da kann ich mir Besseres vorstellen. Aber ich muss es halt machen. Das gehört zu meiner... Ja, ich weiß nicht, was zu meinem Aufgabenbereich. Hier, das sieht doch gut aus. Ja, gleich schon wieder dieses Klong-Klong da von irgendeinem Steinwächter. Stirb, ey, dreckiges Sackvieh. Ja, hier ist super, hier ist schön, hier bleibe ich. Hier ist mit Troll und einem Zip und Zap. Ist das zumindest ein junger Troll oder ist das ein alter? Nee, das ist ein ganz ausgewachsener Desert. Wie ich noch nicht mal... Ah!
Na, Jungs! Also, irgendwo ist auch vorbei hier, ne? So, jetzt habe ich ein Level up. Jetzt kann mir keiner mehr was. Gib mir einen Tuareg. Ich fahre die WM. Wo ist er? Dicker! Lass mich in Ruhe! Der passt gar nicht da durch. Jetzt hauen wir mal seine kleinen Ernister weg. Nein! Halt! Ich will klicken können! Jetzt sind hier nochmal welche. Nein! Rauf! Oh, komm runter da! Die kann ich gar nicht treffen, da die Muff. Der da! Der hat mich vollgebrochen. Wie kriege ich das denn hin jetzt? Komm her! Hier. Ja, so ist super. Einfach mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Cool. Er guckt jetzt. Den kriegen wir auch noch platt. Pass auf. Hier. Nee, kannst du nicht. Ach, scheiße. Ich bin doch in seiner Hitbox. Oh, kacke. Ja, jetzt. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Na gut, dann tun wir das irgendwie anders. Da kriegen wir aber trotzdem hin. Pass auf, ey, er ist jetzt Frischfleisch. Jetzt müssen wir uns erstmal nochmal was reinstylen hier. Wollen wir denn mal einen Apfel oder was? Das ist super Powerschub, aber aus der Dose. Hätte ich nicht gerade mal einen Apfel irgendwo mitgenommen? Wo ist denn der Apfel? Da! Zwei sogar noch. Jetzt kannst du dich gehackt legen, junger Freund. Hier. Schön Schnapp ist auf der Zunde. Und los geht's. Ne? Ja, das ist zu heftig. Ja! Nein! Unentschieden. Beide tot, unentschieden. Super Nummer. Ja, jetzt ist es wieder hier. Einmal hauen und dann zurück. Ja, das passt. Nein. Nein, du sollst hier nicht rauf. Beweg dich, Held! Wie er erstmal da so stehen bleibt. Ja, ich habe hier ein Schwert. Das zeige ich dir jetzt auch. Oh, guck mal hier, ich bin der Held. Oh, ich habe ein Schwert. Oh, Schwert, Schwert, Schwert. Held, Held, Held. Bester Mann der Welt. So, jetzt aber. Wo ist er denn? Na, Mann! Hör auf! Wie er das immer macht, ey. Das ist unglaublich. Yay! Nein! Wieso kriege ich diesen scheiß Troll nicht tot? Meine Güte. Habe ich irgendwo noch einen Lehrer, der mir Stärke beibringen kann? So, jetzt. Machen wir mal Butter bei die Fische. Jetzt geht's hier richtig rund. Zünden wir ihn an. Das ist ja eine richtige. Das ist ja richtig gut. Hi. Und wie er das immer macht hier. Ich glaube. Ich fange gleich an. Nach jedem gelandeten Treffer werde ich jetzt speichern. Gut, damit wir hier nicht bis zum Sand. Ne? Warum ist hier Sand nimmer irgendwas eigentlich heilig? Kann mir das mal irgendjemand vorher erklären? Da geht er down. Verdient. Verdient. Sliden wir lässig runter und dann geht's hier los. Ich fahre die WM, Freunde. Ich fahre die WM. Was haben wir hier denn? Wahrscheinlich nichts, ne? Nix. Aber ich höre hier schon wieder das Wellenrauschen. Wunderschön, wunderprächtig. Boah, das war der super Schub. Hast du gesehen, was ich da auf einmal für einen Satz gemacht habe? Da ging's richtig los. Yay. Ach, hi. Ja, komm. Ende. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Magischer Bolzen? Ach, guck mal einer an. Eine magische Armbrust hat sie auch. Die nehmen wir doch mit. Das waren die beiden. Ja, mach's halt gruselig. Ja, ich nehme dir das schon weg hier. Ist gut. Aber jetzt bitte keinen bösen Dämonenfluch, ne? Da hätte ich ja jetzt keinen Bock zu. Wollen wir denn mal deine Formel? Reine Lebensenergie. Lux Hammer. Nee. Quarodron.
Gloria Tull, erscheine mir, alter Führer der kriegerischen Kaste. Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Gute Frage. Sag mir, was ist dein Begehren? Ich wollte mich jetzt hier für die Wattwanderung anmelden. Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Alaros Zorn ist über Jaqen da gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Nee. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanos. Der Tempel bleibt verschlossen bis in alle Ewigkeit. So wie es der Rat entschieden hat. Mhm, und jetzt? Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Unsinn! Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Tatsächlich? Ja, ich habe das aber gesehen. Was befindet sich im Tempel Adanos? Mein größtes Leid. Meine größte Enttäuschung. Das ist ein Zeugnis aus der dritten Klasse, oder was? Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Oh, ja gut. Beantworte meine Fragen. Damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Ach, das wird der Mist. Ja, komm, her damit. Stell deine Fragen. Ich bin Qua-Hodron, der alte Kriegsherr von Jaqendar. Du hast mich erweckt. Ja. Welche Kaste von Jaqendar ist es, der du angehörst? Was? Ich könnte das jetzt einfach mal... Ich bin Fancy Warrior. Die Kriegerkaste. Das glaube ich dir nicht. Mann. Ich denke, du kommst erst wieder, wenn du dich dazu entschließt, mir die Wahrheit zu sagen. Na ja, gut, dann machen wir das. Stell da. Ich bin ein Totenwächter, sonst hätte ich dich nicht beschwören können. Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jaqendar vor feindlichen Angriffen? Ja, die Warriors. Wer sonst? Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Was weiß ich denn? Keine Ahnung. Die da. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Du! Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Die Schlauen wahrscheinlich. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Natürlich die AMC Priests. Die Priester. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor den Bösen zu schützen? Das warst doch auch du. Erzähl mal nichts. Die Kriegerkaste. Deine Antworten sind so falsch wie deine Absichten. Was? Ich werde dir nicht helfen. Mach es nochmal. Ja, was? Das. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Stell deine. Nee. Ich bin Totenwächter. Klasse, ne? Dann gibt's die Kriegerkaste. Klar. Und was ist denn dann? Totenwächter, Kriegerkaste, Priester? Die Heiler machen die Priester. Das, ne? Wer ist schuld? Wer da schuld ist? Die Krieger. Die Krieger. Wer? Die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert? Die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor den Bösen zu schützen? Und keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Das ist ziemlich nervig, ne? Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Weißte. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein.
Der hohe Priester Cardimon und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Cardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das lose Wort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Oh mein Gott. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Naja. Aber zumindest haben wir das, was wir wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Oh Gott. Wir sind in den Toten jetzt. Nichts zu holen. Schade. Ja.